Also durchaus gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Kurzer Ausschnitt, der schönste Ausschnitt danach kommt ja noch. Ja, was kommt danach? Das Kind von Kitna Divedat, die hier die Frau des Generals Udo Kier spielt. Ja, das Kind hat eine Mummel in der Nase. Und die Mutter versucht es mit der Stricknadel rauszuholen. Mit der Stricknadel? Und, ja, eine Mummel aus der Nase, ja. Und diese Stricknadel, die rast eben dann, nachdem wir praktisch 4 Minuten mit einer schönen Quizmusik diese Aktion gesehen haben, dann in die Nase des Kindes, was daraufhin operiert werden muss. Und was in die Hände von einem afrikanischen Diktator gerät, der das Kind für nach der Operation zum Antrieb benötigt, um eine Rakete an Heiligabend nach Amerika zu schicken, um den amerikanischen Präsidenten zu vernichten. Und das Kind ist deshalb... Ich bitte um ein gewisses Verständnis, dass wir das nicht gezeigt haben. Wenn Sie es erzählen, ist es, glaube ich, etwas erträglicher für das Auditorium. Ja, da kriegt man gar keinen Eindruck. Aber doch. Sie erzählen das ja sehr plastisch. Ich sehe die Stricknadel förmlich vor mir. Und ein bisschen was sollte ja auch noch... Das Wichtige ist natürlich dabei das Kind und nicht die Stricknadel. Ja, das stimmt. Aber ich sehe das Kind natürlich hinter der Stricknadel. Sachliche Hinweise. Also was reizt Sie denn an diesen extremen Filmen? Oder warum machen Sie solche extremen Situationen? Ja, also extrem hin oder her. Ich lebe also jetzt im Jahr 1995 und ich gucke abends eben Fernsehen, habe Satellitenschüssel und ich gucke auch Videos und lese Zeitungen und so weiter. Und ich denke, dass das auch kein Thema mehr ist, Gewaltverherrlichung oder Gewalt oder all diese Themen. Diese Themen sind verfügbar, die sind jederzeit da. Und nur in der Anordnung, in dem strukturellen, ich komme auch nicht unbedingt von der Spielfilmecke, sondern ich komme jetzt vielleicht auch eher vom strukturellen Film, Experimentalfilm, der mittlerweile in Deutschland ja eigentlich ziemlich zerstört worden ist. Und das heißt, es geht um die Strukturierung dieser Sachen. Das ist eine Familie, die auf 180 ist, von der ersten bis zur letzten Minute. Und deshalb hat das Publikum auch sehr viel Spaß. Und dieser Kraftaustausch, der da ist, diese ständige Hysterie, dieses ständige auf Gewalt setzen, mit Gewalt handeln und dem anderen gegen das Knie treten, in der Hoffnung, dass der einem auch mal ins Gesicht schlägt. Das ist die Offenheit dieser Welt. Und ich bin Katholik und habe da auch die größte Freude dran, eigentlich zu beichten. Das heißt also, diese Filme sind auch Beichtfilme. Das heißt, das deutsche Kettensägenmassaker, die erste Stunde der Wiedervereinigung. Das ist eine Chronik, ein anderer Film, den ich gemacht habe, das war eine Beichte eben zur Wiedervereinigung. Und der Terror ist eine Beichte gewesen dann zu Rostock und diversen anderen Sachen. Aber eben nicht nur Moralin gesäuert, sondern auch sehr, kraftvoll angereichert mit den ganzen Elementen, die ständig im Fernsehen verfügbar sind. Ja, nur das reicht ja dann nicht, dann müssen wir auch noch filmen. Ich muss kein einziges Bild. Nein. Ach so. Das ist schon, das ist ja das Schöne am Katholizismus. Das ist alles im Film drin. Der Alfred Edel hat mal gesagt, Katholizismus, die Katholiken sind Seher und die Protestanten sind Leser. Und Herr Wickert, was ist ein Atheist? Richtig, ja. Was ist ein Atheist? Ich bin ein Atheist. Ich was? Ja, was ist das dann? Wenn die einen Seher und die anderen Leser sind. Guckt Fernsehen. Ein Atheist ist ein Taster, der glaubt erst, wenn er reintastet. Und dieses Ding ist eben beim Katholiken so, dass der Katholik eben diese Bilder hat, diese Bilder nicht mehr los wird und mit diesen Bildern was anfangen muss. Und von daher hätte ich eigentlich erwartet, Sie sind Katholik, aber so wie Sie abends die Tagesschau vertreten, ist das sicher auch dann richtig, wenn Sie sagen, Sie sind Atheist. Was ich interessant finde, ist die Frage, wenn Sie so gewisse Themen verbinden mit Filmen, die Sie machen, sehen Sie den Deutschen als einen sehr aggressiven Menschen? Nee, der Deutsche ist extrem entspannt, extrem gemütlich und wundert sich immer, dass andere aggressiv werden. Und die Dreharbeiten waren sehr interessant. Wir sind also nach Simbabwe gekommen, ein exzellent, also wirklich ganz großartiges Land, was den Nachteil hat, dass eben Mugabe einen Geheimdienst hat, der nennt sich CIO. Und dieser Geheimdienst hat angeblich bei der Securitate gelernt, deren Ziel ist es, Verunsicherung irgendwie zu machen. Aber die haben irgendwie gedacht, sie drehen da einen rassistischen Porno oder was? Na, wir haben normal gedreht und das Drehbuch ist sicher auch ein bisschen an der Kante zum Verständnis hin, aber es ist trotzdem so gewesen, dass man gemerkt hat, dass das alles auch sehr lustig sein soll. Und oder dass hat das der also Geheimdienst einfach nur Geschmack? Bitte? Oder hat der Geheimdienst einfach nur Geschmack? Nein, es gab ein Scriptgirl, das eben dann entlassen worden ist. Es war eine schwarze Frau, die Verwandte hatte beim Informationsministerium und die dann gesagt hat, ich drehe einen rassistischen, pornografischen Film, worauf 2 Wochen lang also nachgeprüft wurde. Und nach 2 Wochen kam dann auch im Hotel eine Hausdurchsuchung, also eine Zimmerdurchsuchung mit 8 Geheimagenten, die also dann in den Zimmern rumwühlten und Sachen beschlagnahmen.
Und an dem Abend habe ich dann mit dem Team zusammen das Material aus dem Kopierwerk rausgeholt. Es gibt dort in Simbabwe ein Kopierwerk, was auch wirklich ganz klasse ist. Und das war der Fehler. Das war bereits beschlagnahmt, das Material. Es ist so, als würde man beim BND eine Türe eintreten, die bereits versiegelt ist. Und dann haben wir das Material mit Unterstützung von Graf Norwin von Leutrum, einem Botschafter aus Simbabwe, einem deutschen Botschafter, mit seinem Kanzler erster Klasse, Knut Müller, Jumbo Müller genannt, der mit der Lufthansa-Maschine 76 in Nairobi ab... Das ist Jumbo Müller gewesen. Der ist mit seiner Lufthansa-Maschine abgestürzt und hat überlebt und ist seitdem ganz tough. Und der hat das ganze Zeug also in Zusammenarbeit mit dem... Sie brauchen nicht immer zu streicheln. Ich mache auch nicht immer so. Hat Ihnen geholfen, dass er mal ein Theaterprojekt gemacht, 100 Jahre CDU. Hat diese Hommage an die CDU Ihnen da geholfen? Bei der Inanspruchnahme des Botschafters? Der Botschafter ist, soweit ich weiß, gar nicht mal CDU. Ich glaube, er gehört zu der Partei, die es gar nicht mehr gibt. Ja. FDP. Aber alle Botschafter. Ich kann nur sagen, dieser 60-jährige Mann war wirklich toll. Der hat 16 Leute vom Team, die bereits aus der Maschine beim Abflug rausgeholt wurden, so lange die Maschine aufgehalten, den Piloten rausgeholt, bis die Leute wieder in der Maschine waren. Die haben uns selber, 7 Leute, mit Gitterautos abgeholt und vom Drehort weggefahren ins Gefängnis. Der ganze Herstellungsteil wurde festgenommen. Es ging immer nur hin und her. Und wenn man da unten ist und arbeitet mit ganz tollen schwarzen Leuten, halbes weißes, halbes schwarzes Team, und die Stimmung war wirklich ausgesprochen positiv und auch sehr... sehr lustig. Also es war einfach eine richtig schöne Dreharbeitszeit. Da passierte dann, dass dieser Geheimdienst eben die ganze Zeit durch Verunsicherungstaktik versucht hat, uns praktisch daran zu hindern, weiterzumachen. Und dadurch dann auch nachher dieses Blöde auftaucht, dass man dann genau dieses Bild kriegt und sagt, oh Gott, da ist irgendwas im Busch bei denen und wir kommen aus dem Busch und das ist alles. Aber das Tolle ist, die haben bei uns gelernt. Die haben praktisch in Rumänien gelernt. Und wenden da unten diesen Mist an, den wir hier oben praktisch auch ja immer wieder mal versuchen und praktizieren. Und landen dann auch damit immer in der Situation, dass eigentlich die Bevölkerung oder die Masse oder einfach der Mensch was anderes will, nicht? Und das Ganze endete dann nur so, dass wir mit Unterstützung des Botschafters wegkamen, das Material als diplomatisches Gepäck 2 Wochen später und die Ausrüstung beschlagnahmt wurde und auch 2 Wochen später dann hochkam. Dramatisch, was sehr aber ist teuer gelungen. War, ja. Ist gelungen, also der Film ist, der dann Film ist teilweise Ende zerstört gedreht. Gewesen und teilweise haben wir, das kam meiner Arbeit sicher sehr entgegen, zerstörtes Material zu haben und damit ist der Film entstanden. Wunderbar, das habe ich schon mal von Helge Schneider gehört, so ein Satz. Der liebt auch immer sehr zerstörte Filme und macht daraus dann noch was. Ja, es ist besser, als wenn man immer an das Perfekte glaubt. Ja, denke ich auch. Vielleicht noch mal ganz kurz was zu Ihren Zukunftsplänen. Auch da haben Sie irgendetwas sehr Spektakuläres vor, einen Film zu machen? Ja. Ja, frage ich Sie. Ist mir so erzählt worden. Sie hätten so eine ganz tolle Filmidee? Jetzt hat er sich wissen Sie noch nichts von? Ich weiß nicht, was Sie jetzt vorhaben. Nee, nee, ich nicht. Ich habe ja Ihren Film nicht machen. Ich mache wieder Theater an der Volksbühne in Berlin. Und diese 120 Tage von und, Soda? Und dann mache ich einmal Theater danach in Bochum bei Leander Hausmann und dann versuche ich jetzt gerade einen Film auf die Beine zu bringen, wo ich aber keine Mark habe und wo Frank Castorf und Ensemble und Leander Hausmann und Bochum mitmachen würden. Und wir versuchen, ein Remake zu drehen von 120 Tage von Sodom in einer Reihenhaussiedlung in Deutschland, wo so Leute wohnen wie Sie, die die ganze Zeit glauben, wir wollen nur provozieren, wir sind die totalen Säue, wir wollen nur irgendwie, wir sind nicht anständig, wir wollen das Perfekte. Sie halten uns für Bausparer. Sie habe ich nicht gemeint. Ich finde Sie durchaus anständig in gewissen Grenzen. Und dieser Film spielt dort in der Siedlung. Und das Tolle ist, diese Leute sitzen da immer noch und fühlen sich nicht provoziert. Und genau da geht der Film dann auf. Ach so, wunderbar. Also weil es geht um die chemische Reaktion und um das Ritual und nicht um dieses Gelaber drumherum, wie wir die Perfektion hinkriegen, die Sie vielleicht jetzt gerade im Kopf hatten, wenn Sie über den Müll sprechen, den ich mache. Nur wie ist die irgendwie habe ich da, glaube ich, auch irgendwie Interpretationsschwierigkeit. Torbär. Christoph Schlingen, Sie. Ja, es geht um Müllherstellung. Ja, das habe ich mir Alida, bleibt da. Aber wie ist, wie ist die Murmel in die Nase von dem Baby gekommen? Da frage ich mich jetzt die ganze Zeit. Ne? Durchs Reihenhaus. Ich weiß nicht, Reihenhaus. Ob er das jetzt noch erklären kann. Der also Geliebte durch 100 Tage der Geliebte der Chronik. Des Generals. Der Geliebte des Generals. Der Geliebte des Generals hat den hat sich an dem Kleinen vergangen, als der General nicht zu Hause war. Und als Mutter nach Hause kommt und den Lund, den Bodybuilder,
mit diesem Kleinen findet und der Kleine wieder den ganzen Hintern voll Scheiße hat, das schenkt dann die Mutter dem Kind die Murmel, damit es damit spielt. Also wirklich, es gibt doch wirklich gar keinen Grund, ihn provokativ zu finden. Nicht in die Nase passen.